ich bin Sebastian Krautz, 29 und habe Telematik im Master studiert. Vor meinem Master in Telematik habe ich in Ingolstadt Wirtschaftsinformatik studiert als Stipendiat von Siemens und war in einem Forschungsprojekt hier an der Hochschule involviert. Nach meinem Studium bei Siemens wollte ich wieder zurück in die Heimat, wollte in Berlin eigentlich als Softwareentwickler arbeiten, bin dann über einen Professor hier von der Hochschule in dieses Forschungsprojekt gekommen und bin hier geblieben, weil es mir einfach hier ganz gut gefällt. Wenn man RFID-Labor hört, denkt man ja erst natürlich an die telematischen Anwendungen, wird aber sehr viel in der Logistik eingesetzt. Deshalb ist das Labor mittlerweile auch im Bereich der Logistik. Wir sind jetzt auch umgezogen, sind in ein größeres Labor gekommen, haben jetzt hier mehr Platz und die Versuche, die wir hier mit den Studenten durchführen, sind dann alle logistische Art. Also hier wird getestet, wie verhält sich RFID an bestimmten Ladungsträgern. Also wenn man sich den Zusammenhang zwischen RFID und der Logistikausbildung hier anschaut, ist es halt sehr wichtig, dass wir gerade diesen Fokus auch auf die Technologien, die in der Logistik angewendet werden, setzen. Das heißt, unsere Logistikabsolventen haben uns auch vielmals schon bestätigt, dass diese RFID-Grundlagen und diese Verbindung mit der Technologie im späteren Bewerbungsverfahren durchaus ein Vorteil sind.